Wir haben uns für Vena von Chiara Fleischhacker entschieden. Ich hatte mir vor der Jury-Sitzung für jedes Drehbuch Notizen gemacht. Bei Vena stand: Jenny ist eine junge Frau, die so präsent ist, dass man sie förmlich anfassen kann. Ich sehe sie vor mir in ihrer kurzen Schlabberhose und den perfekt lackierten Fingernägeln. Ich sehe, wie sie sich mit der Hand über die Augen streicht, wie sie mit ihren Fingern ein Geschenkband aufrollt und wieder glatt streicht. Ich beobachte sie, wie sie zur Tanke läuft, um Zigaretten zu kaufen. Ich kann Jenny spüren, ihren Atem, ihren Rhythmus, ihre Energie. Ich habe selten eine Figur erlebt, die so körperlich ist. Jenny Schönfeld, 26, wird mir nie erklärt, sondern gezeigt. Was sie tut, wird nie behauptet. Es ergibt sich aus ihrem Charakter und aus den Situationen, in die ihre Schöpferin sie bringt. Das ist schön. Und schön war für mich auch, dass meine Jurykollegen es genauso gesehen haben. Worum geht es? Jenny ist wieder schwanger. Ihr Sohn Lukas lebt bei ihrer Mutter, weil man ihr das Sorgerecht entzogen hat. Jenny kommt von den Drogen nicht los, sie hat schon alles ausprobiert. Ist aber auch wirklich schwer, weil ihr Freund Bolle, ein zärtlicher, liebevoller Typ, genauso abhängig ist wie sie. Nun ist Jenny also wieder schwanger und muss obendrein in Kürze eine Haftstrafe antreten. Warum, das wird nicht erzählt und es ist doch gar nicht so wichtig. Dass Jenny Mist baut, das sehen wir. Wie viel Mist kann man im Leben eigentlich bauen, sagt ihre Mutter. Und Frau Dr. Wenzel, ihre Ärztin, dein Körper ist ein Chemielabor und keine Naturweide, meine Gute. Also alles spricht dafür, dass Jenny auch ihr nächstes Kind abgeben muss. Das wäre für sie eine Katastrophe. Jenny liebt Kinder, Jenny liebt ihren Sohn, Jenny will Mutter sein. Vena klingt nach Sozialdrama, ist es auch. Aber Chiara Fleischhacker hat eine Geschichte geschrieben, die gängige Klischees vermeidet. Keine Drogenorgien. Jenny, in ihrer Art noch fast ein Mädchen, putzt ihre Wohnung akribisch. Sie liebt ihre Orchideen und gießt Glitzer auf die Blüten. Sie bewahrt für ihren Sohn einen Schneeball im Tiefkühlfach auf, wie einen Schatz, und zeigt sich störrisch, zuweilen feindselig, wenn man ihr helfen will. Eben Jenny. Was Chiara Fleischhacker in ihrem Drehbuch zeigt, ist die Liebe zum Detail. Eine Präzision in den Beschreibungen. Eine Feinzeichnung ihrer Figuren, die sie mag. Das Finden von speziellen Situationen bis in den Nebenstrang und in die Nebenfiguren hinein. Wunderbare Momente, Tiefe und Leichtigkeit, aber auch die Entscheidung, auf Gegenspieler zu verzichten. Jennys Welt ist kaputt oder sagen wir prekär. Ihre Abhängigkeit von den Drogen ist existenziell. Ja, aber sie erfährt in ihren Begegnungen mit anderen Menschen trotzdem Respekt. Auch eine Art Liebe, ohne dass es jemals kitschig wird. Überhaupt die anderen Figuren, ihre Mutter Renate in ihrer unnachgiebigen Strenge und Ruppigkeit, die man schütteln, aber manchmal auch umarmen möchte. Bolle, der Muskelmensch, der ihr Geborgenheit gibt und mit dem der Sex so richtig Spaß macht. Frau Dr. Weber, die drastisch ausspricht, was sie denkt. Herrliche Szene. Und Marla, ja, Marla, die Hebamme, die sich für Jenny interessiert. Ist nicht so, dass ich dich nicht verstehe. Sucht ist scheiße, ich kenne das. Magersucht, Esssucht, Sportsucht sind auch Süchte. Marla moralisiert nicht, aber sie lässt Jenny auch nicht so einfach davonkommen. Sie bekehrt Jenny nicht. Aber sie schafft es, Misstrauen abzubauen, indem sie sich selbst zeigt. Damit überrascht sie immer wieder. Uns, auch Jenny. Am Ende dieser Geschichte ist nichts harmonisch. Jenny bringt ihr Kind im Gefängnis zur Welt, ein Mädchen, es heißt übrigens Lexa. Man nimmt es ihr aus dem Arm und trotzdem gibt es einen Schluss, der Hoffnung gibt, der etwas Versöhnliches hat. Das tut gut. Diesen Spagat aber muss man auch erstmal hinkriegen. Herzlichen Glückwunsch, Chiara Fleischhacker, für dieses schöne, sinnliche und körperliche Drehbuch.